Montagmorgen, draußen ist es kalt, es regnet. Beste Bedingungen, um sich in ein schönes, warmes, kleines Indie-Game hineinzuhüllen. Heute mit etwas Sinnigem fürs Herz, genau, und für die Seele. Es geht um Wärme, um künstlerische Integrität. Es geht um The Unfinished Swarm. Swan. Was heißt das auf Deutsch? Der unfertige Schwan. Ah. Vielleicht, wer noch gar nichts davon gehört hat, es ist tatsächlich ein ganz kleines Spiel, nur 2 Stunden lang. Und es geht um Monroe. Bisschen kinderbuchmäßig. Genau, du sagst es, genau das ist es. Es ist nichts anderes als ein spielbares Kinderbuch. Das heißt aber auch, dass das Ganze keine wirkliche Geschichte in dem Sinne hat, sondern es geht tatsächlich darum, immer nur den Ausgang vom Level zu finden und dabei diese Kinderbuchgeschichte erzählt zu bekommen. Also man ist nicht wirklich Hauptdarsteller in einem Kinderbuch. Okay. Da haben wir gerade den Schwan gesehen, den es ja sozusagen zu das hier der Fuß oder zu fangen gilt. Was da rausguckt vom Das Riesen? Ist der Riese. Ah. Der Pen. Schön. Ja, also das ganze Spiel hat ja diesen stilisierten Schwarz-Weiß-Look mit ein bisschen Farbklecksen mittendrin. Wobei das erste, was ich gesehen hatte von der Unfinished Swan, war, dass jemand durch eine komplett weiße Landschaft gegangen ist und so schwarze Farbe geschmissen hat. Genau, so beginnt das Spiel. Das ist das erste Kapitel. Im zweiten Kapitel, wo wir uns jetzt befinden, hat man keine schwarze Tinte mehr, sondern das hier. Das ist quasi so Wasserfarbe, die dann irgendwann wieder verschwindet. Okay. Das heißt, man muss halt da so etwas schneller mit agieren, um zu sehen, wo sich damit was machen lässt. Monroe ist ein kleiner Junge, der irgendwann durch eine magische Tür tritt und dann in dieser Kinderwelt, Märchenwelt landet. Natürlich. Und den Schwan sammelt. Es geht natürlich um was anderes. Da sieht man immer, wo der Schwan langgegangen ist und wo man eventuell weiterkommt. Es geht natürlich um was anderes, es geht natürlich auch um Kinderpsychologie, es geht darum, dass Monroes Mama gestorben ist und was mit seinem Papa nicht genau so ist, das weiß man nicht genau, aber das wird dann im Laufe dieses Spiels etwas klarer. Also hier sieht man jetzt schon, dass du eigentlich nicht siehst, wo du lang gehst, aber du musst dir deinen Weg so frei spratzen. Malen. Genau. Was halt irgendwie ein nettes Konzept ist. Es ist ein sehr nettes Konzept. Ich hatte mir aber, das kann ich vielleicht schon verraten, ein bisschen mehr davon erhofft, denn es bleibt eigentlich bei 1 bis 2 Spielmechaniken. Hier geht es wirklich tatsächlich nur um Kinderbuch, um ein Kinderbuch und das Erfahren eines Kinderbuches. Okay. Aber es thematisiert ja dann schon ziemlich ernste Sachen. Macht genau. Das denn gut oder? Das macht es schon gut, also die Psychologie dahinter stimmt, aber ich bin ehrlich gesagt, also ich kenne bessere Kinderbücher. Das heißt, wenn man sich schon darauf einlässt, sowas zu machen, dann braucht man, glaube ich, auch eine etwas cleverere Geschichte als die Sie jetzt hier gewählt haben. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Das Ende kommt dann, also wenn man dieses Spiel mit Journey zum Beispiel vergleicht, da hatte ich einfach das am Ende das Gefühl, wirklich was erlebt zu haben. Was Obwohl Einmaliges erlebt zu haben. Spielerisch eigentlich nicht ähneln. Also es sind halt nur beides halt diese Indie-Titel, in Anführungszeichen. Genau. Journey ist ja kein Indie-Titel. Weißt du, von wem das hier kommt? Giant Sparrow heißen die. Die sind quasi auch von Sony angefragt worden. Sony hat ja jetzt wirklich ein Händchen gezeigt dafür. Über das PSN halt tolle Titel, halt Download-Titel groß zu machen, siehe Journey. Und deswegen hat Unfinished Swan eigentlich die besten Voraussetzungen, um seine Spielerschaft zu finden. Es wirkt auf jeden Fall schon mal einzigartig. Also ist das halt auf den ersten Blick sowieso der ganze Look. Jetzt ist es mal schwarz. Oh, Gegner gibt's auch. Oder was? Es gibt später im dritten Kapitel sowas wie Gegner, die man mit Licht bekämpft. Ansonsten ist es ein sehr harmloses Spiel. Es ist auch nicht schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann hier hin und wieder seine Balance sammeln. Wenn man ein Achievement Hunter ist, kann man das tun. Das heißt, das wurde auch so ein bisschen an die erwachsenen Spieler gedacht. Aber an sich geht es hier nicht darum, irgendwie schwierige Rätsel zu knacken oder besonders harte Gegner irgendwie zu überleben. Eher so Entdeckerfreude, oder? Es geht ums Entdecken und tatsächlich auch wirklich nur
darum, das Ende des Levels zu erreichen und diese Geschichte zu erfahren, beziehungsweise ihr beizuwohnen. Also du sagst ja jetzt, dass es nur 2 Stunden geht. Bei Journey war es ja so, das geht auch nur so 2-3 Stunden und die vergehen wie im Flug, finde ich. Ist es denn hier genauso, dass du dann eigentlich durch bist, bevor du dich versiehst, oder? Ja, also schwierig. Also tatsächlich ist dieses Spiel ein bisschen länger, das kann man ganz klar sagen. Man kann auch 3 Stunden, wenn man wirklich alle Balance und so weiter sammelt, hier mit verbringen. Aber ich hatte das Gefühl, dass es mich zwischenzeitlich tatsächlich auch ein bisschen gelangweilt hat. Also da wollte ich dann ganz gerne schon weiter sein und hatte mich dann halt gefragt, wo es denn nun weitergeht. Und dann war das Suchen so ein bisschen nervig. Also Journey ist dagegen einfach kein Vergleich. Das müsste jetzt hin. Ach so. Aber das findest du so alles durch Rumprobieren raus. Also du hast nur diese eine Farbe, die du jetzt machen kannst, oder? Ich habe nur diese eine Farbe. Vielleicht kann man nochmal, ohne jetzt großartig zu spoilern, sagen, es kommen nachher noch 2 Sachen dazu. Auf der einen Seite kann man dann selber Dinge erschaffen, Dinge bauen. Das ist dann so eine Blaupause, so eine interaktive, in der man sich quasi bewegt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, so einen Lichtball vor sich herzuschieben. Das sind aber auch dann wirklich die 3 Elemente, die da überlebt haben in Sachen Gameplay, Mechaniken. Das Ganze ist ja, geht ja zurück auf so eine Tech-Demo. Das, was du vorhin erwähnt hattest, dieses, dass man halt seine Umgebung anmalt, ist dann tatsächlich nur in den ersten 15 Minuten des Spiels relevant. Und wie man hier schon sieht, haben sie sich dann für den Rest noch 1-2 andere Sachen. Das war ja jetzt fast Mirror's Edge hier. Der ganze Look ist natürlich, erinnert schon stark daran, dieses überstilisierte, ne? Ja, also Mirror's Edge hat halt auch hauptsächlich weiß und dann hat Farbe deinen Weg markiert. Mhm. Und hier ist es ja genauso. Wo was farbig ist, da willst du im Endeffekt hin, oder? So ist es, so ist es, so ist es. Wo ist das da im Himmel? Mensch. Da will ich hin, da ist das fliegende Schiff, denn mit dem fliegenden Schiff kann ich dem Schwan hinterher fliegen. Mhm. Das ist zumindest Monroes Plan. Ob der dann aufgeht, werden wir noch sehen. Apropos aufgeht. Was ist das da für ein Symbol eigentlich? Da ist er. Das. Welches Symbol? Der Krone. Das ist der König. Dessen Geschichte wird hier erzählt. Aber man trifft jetzt keine Charaktere oder sowas? Nee, man trifft nur... den Schwan. Man trifft den Schwan und am Ende trifft man auch jemanden. Okay. Gott. Und so eine Art Gott. Tatsächlich so eine Art Gott. Denn man trifft den Typ, der das hier alles geschaffen hat. Man ist ja quasi in so einer Bilderwelt drin, in der halt Farben fehlen und alles irgendwie unvollendet ist und man muss halt versuchen... Daher der Name. Mhm. In dieser Welt klarzukommen. So. Okay. Das ist schon ein sehr gemächliches Spiel. Wirklich für so einen ruhigen Nachmittag, wie wir es am Anfang gesagt haben. Ja. Wenn es draußen mal regnet. Bisschen oder so. Tee dazu vielleicht noch. Genau. So ein Earl Grey, der dann irgendwo so. vielleicht auch ein bisschen Weihrauch, so eine Duftkerze, Patchouli, ein paar leckere Kekse. Oh, da habe ich jetzt viel mehr Lust drauf als auf den restlichen Arbeitstag. Ach, schön. Das ist aber ein hübsches Spiel. Also dafür, dass das es so Schwan. Simpel aussieht. Jetzt ist er dir schon so weit voraus und du musst bis dahin, oder was? Ich muss bis dahin und dafür muss ich erstmal das hier überwinden. Unten sieht sehr kaputt aus. Genau. Aber man sieht, ach nee, das sind Dorn. Man sieht quasi schon das nächste Spielelement. Kein Fallschaden. Auf sich zukommen. Okay. Ich muss da auch mal mehr rumsauen. Also das muss man sagen, das erste Kapitel macht verdammt viel Spaß, weil dieses Feature mit der schwarzen Farbe, wo man dann wirklich... alles zusauen kann, das ist schon ein herber Spaß, das ist schon sehr schön. Und das bleibt ja dann auch, ne? Weil da entdeckst du es. Genau, ich habe das jetzt hier schon durchgespielt, deswegen ist das hier alles freigelegt. Im Grunde genommen muss man immer diese Buchstaben hier suchen und dann freilegen. Ach so. Und dann erzählt dir diese nette Dame mit einer schönen Erzählstimme, was hier eigentlich Phase ist. Okay, das war nicht kräftig genug. Kannst du das denn beeinflussen? Noch irgendwie nicht, oder? Doch, irgendwie. Hier schon.
Das hier finde ich halt so spannend, dass du so blind dich vortastest. Ja, und davon hätte ich sehr gerne mehr gehabt. Da muss man wirklich sagen, da ist mir, also das ist wirklich das Beste an dem Spiel. Also da ist die Idee cool und quasi so seinen Weg sich freizulegen, ist enorm befriedigend. Man kann dann nachher noch quasi so Upgrades kaufen, ich kann das ja mal machen. Man kann die Zeit anhalten und dann halt wieder starten. Aha. Aber es ist nur Spielerei. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ganz coole Spielerei. Also. Ja. Ich meine, das ganze Spiel basiert ja so ein bisschen auf einem Gimmick. Wobei ich mir gerade, wenn du in so einer düsteren Gegend bist und du siehst nichts, da könnte ich mir auch andere Spiele mit vorstellen. So ein Horrorspiel oder sowas. Na, ich hätte, um mal ein bisschen vorzugreifen, ich hätte mir halt gewünscht, dass dass dadurch, dass das eine Bilderwelt ist sozusagen, dass da auch andere Art Kunststile halt im Grunde genommen eine Rolle spielen und dass sich sozusagen die Welt auch ein bisschen verändert noch und dass man vielleicht auch anders auf die Welt Einfluss hat, beziehungsweise diese Farbkleckse sich ändern. Mhm. Das hier ist ein ganz schönes Feature, deswegen also diese Wasserfarbe bewirkt, dass sich die Ranken jetzt halt hier weiterentwickeln. Das kann man wirklich sehr lange machen und im Grunde genommen wird da nur eine vorbelegte Bahn. Aber du kannst so ein bisschen wirklich die Spielwelt zeichnen. Genau, man kann sie schön auf eine schöne, kunstvolle Art und Weise. Das hat jetzt schon fast wieder was von Flower. Ja. Achso, du kannst dann da hoch. Genau, das ist der Hintergrund. Man okay. muss das, man zieht diese Ranken mit sich mit, um im Level dann voranzukommen. Aha. Hier ahnt man es schon. Ja. Da wollen wir hin, aber dafür muss ich erstmal hier bewässern. Gut, das finde ich aber schon wieder ganz cool. Folgen die den Dingern oder nee, du musst einfach immer nur raufklecksen, oder? Ein bisschen ist es halt auch die Richtung, in die ich hier rumspratze. Aber wie gesagt, es legt eigentlich nur frei, was vorher von den Entwicklern schon angelegt wurde. Das heißt. Ach gut, ich weiß nicht, wie viel Dynamik man da erwarten sollte. Ja. Also hier zum Beispiel hat es jetzt sehr lange gedauert, bis es hier in diese Richtung kam, weil hier wohl davor einiges noch freigeräumt werden musste. Aber jetzt ranken sie sich nach oben. Jetzt rankt es sich nach oben. Und wir schlafen gleich ein. Ach naja, das könnte man sich aber auch so als Element in so einem Zelda oder so vorstellen, dass du so, so einen Gegenstand kriegst, der genau das macht oder sowas. Weißt du, wie viel das kostet gerade aus dem Kopf? Nee, weiß ich leider nicht. Aber ich glaube nicht viel. Wahrscheinlich so 12, 13 Euro oder so. Würde ich auch von ausgehen, dass das so ungefähr das ist, was man sich da erwarten darf. Wie gesagt, man kriegt 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie genau man es mit dem Spiel nimmt. Schon einmalige Spielerfahrung, beziehungsweise ich würde es tatsächlich eher auf den Stil als etwas Besonderes reduzieren, denn wenn man mal ehrlich ist, fühlt sich an tatsächlich wie ein Shooter. Man hat halt diese Schießtaste die ganze Zeit, mit der man sich durch das Level bewegt. Das heißt, das Spielgefühl ist kein neues. Das fand ich halt bei Journey so bemerkenswert. Da hat sich einfach irgendwann das bei mir so... Neu angefühlt, das hat sich wirklich neu angefühlt. Und das hast du hier nicht. Hier hast du einen stilvollen... also eine Shooter-Mechanik, die halt eben verwendet wurde, um diese Geschichte zu erzählen. Kurz gucken, wo es hier weitergeht. Wahrscheinlich hier. Okay, wie lange geht denn das Level jetzt noch? Also bis du oben angekommen bist, oder? Wir sind jetzt bei Teil 3. Und ich glaube, es gibt 6 in dem Fall. Das geht schon relativ schnell. Also, wie gesagt, ich hatte es ja schon jetzt gespielt. Man braucht auch nicht lange, um halt zu erkennen, wo es weitergeht. Zumal du ja diese Fußspuren hast von der... Von dem Schwan. Genau, der Schwan sagt dir dann halt auch immer, was Phase ist, wo es lang geht. Und da man halt nur später mehr oder weniger sterben kann, was einfach nur einen sehr schnellen... Ach, das geht, ja. Es ist halt ein sehr schneller Reload, der dann passiert. Das dauert 2 Sekunden und du bist wieder an dem gleichen Punkt, an dem du gestorben bist. Das wird also auch nicht thematisiert oder so, sondern das ist dann halt einfach so. Dadurch geht halt irgendwie auch ein bisschen was verloren, wie ich finde. Also... Ich finde den Unfinished Swan so ein bisschen unfinished, um jetzt mal
dumm zu labern. Im Sinne von nicht zu Ende gedacht oder Spielmechanik? Ich finde, es hat viele nette Ideen und viele, oder sagen wir mal vier nette Ideen, und keine davon ist konsequent, beziehungsweise keine davon gibt dem Spiel als solchem einen eigenen Charakter, sondern es ist halt tatsächlich nur eine Vereinigung von vielen kleinen netten Ideen, die für mich kein neues Spielerlebnis bedeutet haben und auch von der Geschichte her ziemlich erwartungsgemäß, also wenn man Kinderbücher gelesen hat und weiß, wie so Kinderbücher funktionieren, dann weiß man auch, was hier auf einen zukommt. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich ein schönes Spiel, um Kinder an das Thema Videospiele heranzuführen. Denn das kann wirklich jedes Kind spielen. Das war jetzt schon fast Action. Fast Action. Also nicht nur Kinder, ich glaube so generell Leute, die jetzt nicht so oft Videospiele spielen. Das hatte ich tatsächlich gemacht mit einem Freund von mir, der halt wirklich nur gelegentlich spielt und wenn dann auch tatsächlich irgendwie so Indie-Games ganz gerne mag. Der war ehrlich gesagt nach 15 Minuten relativ gelangweilt davon. Dem fehlte so etwas, was ihn reinzieht in die Spielwelt, weil die Geschichte tut es irgendwie nicht, weil Monroe, wie gesagt, nur so ein... Der steht halt neben der Geschichte und erfährt sie jetzt nicht so aus also er ist keine handelnde Person in dem Sinne, sondern er malt sich halt durch diese Welt durch und wir bekommen aber die Geschichte von diesem traurigen König erzählt. Das heißt, identifizieren tut man sich eigentlich mit niemandem so wirklich. So, jetzt sind wir kurz davor, das Level zu beenden. Vielleicht hier nochmal ganz schön als Beispiel dafür, wie man halt dann doch seine Spur hinterlässt in dieser Welt. In diesem Fall eben nicht mit Farbe, sondern mit diesen Ranken. Wenn ich das jetzt hier zu Ende machen würde, dann würde quasi die gesamte Kathedrale, die man jetzt nur erahnen kann, von diesen Ranken überwuchert werden. Dass, wenn man das halt wirklich zu Ende macht, dann hast du hier eine Viertelstunde zu tun. ja, vielleicht ein paar abschließende Worte zu diesem schönen Spiel. Ich hatte 2,5 Stunden viel Spaß. Ich muss aber sagen, dass Johnny mich so ein bisschen verdorben hat, denn... Verwöhnt, ja. Genau, also ich habe mir dann doch ein bisschen mehr erhofft, denn das hier bleibt erstmal nur eine nett gemeinte und interessante Aneinanderkopplung von Spielmechaniken, die wir schon kennen. Ja. Ist aber auf jeden Fall zu loben für den tollen Stil, den dieses Spiel hat, für die süße Geschichte, dass es ein interaktives Kinderbuch ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, mir fehlte noch so ein bisschen was. Ist trotzdem ein toller Titel, den man empfehlen kann. Ja, also ich finde, es sieht auch sehr putzig aus und kurzweilig und ich denke mal, von dem, was du gesagt hast, zieht es sich auch nicht zu lange, also es weiß, wann es aufhören muss. Genau. Und mit dem Bild von dem Schwan hier, wo du jetzt gerade schön weggeguckt hast. Ja. Verabschieden wir uns von diesem Giga-Gameplay. The Unfinished Swan. Schönes Spiel. Jo. Kein zweites Johnny. Tschüss. Ciao.